Also, was ich sagen möchte, ist, diese Bahnunterführung ist ein Gefahrenschwerpunkt für Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer. Diese Brücke ist schon allein zu schmal für zwei PKWs. Dann kommt noch dazu der PKW-Verkehr und der Fahrradverkehr. Von oben her ist die Brücke noch einigermaßen einzusehen. Man kann nach links gucken, man kann nach rechts schauen, sieht weit genug die Fahrzeuge. Kommt man aber aus dem Ortsteil Medenbach, man streckt nur die Nasenspitze aus dem Brückenpfeiler hinaus, um zu sehen, wann ein nächstes Fahrzeug kommt, ist es nicht mehr möglich. Du musst dir merken, oben, ganz weit oben in der Kurve, was ist das letzte Fahrzeug? Ist es schwarz, rot, blau, grün, welches Modell ist es? Wenn das dich passiert hat, dann kannst du die Brücke passieren. Und dass es nicht hier zu mehreren Unfällen gekommen ist, das war einfach nur Zufall oder Glück. Und das war eine Frage der Zeit, bis es zu uns kommt? Eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit. Ich habe seit Jahren auf diesen Unfall gewartet. Und das macht mich nicht traurig, es macht mich böse, dass es passiert ist. Was denken die Bürger hier? Ja, sie möchten auch gerne einen Tunnel oder einen fortführenden Gehweg. Ja? Der Gehweg endet vor dieser Bahnlinie und führt weiter 1 Kilometer. Und diesen Weg musst du laufen im fließenden Fahrverkehr. Und dieser Verkehr nimmt immer mehr zu. LKW, Busse, PKWs. Ja. Und die Strecke hier ist ein beliebtes, Sonntagsziel, sage ich jetzt mal, Sonntagsausflugsziel. Ziele Fahrradfahrer. Ziel und auch für Pendler. Sehr viel von Limburg oder wenn die Autobahn Stau hat, dann ist hier ein Verkehr wie auf der Autobahn. Ja? Und alles fließt durch diese kleine Brücke. Da muss sich was ändern. Was sagen die Bürger dazu? Tja, die Bürger. Eine Seite ist Gemeinde Medenbach, die andere Seite ist Gemeinde Auringen. Sie sind sich nicht einig. Beide wollen dasselbe Ziel erreichen, nur keine Einigkeit. Und das Thema besteht schon seit vielen, vielen Jahren, haben Sie gesagt, ja, ne? Ja. Zu Ihrer Oma haben Sie es auch schon gesagt. Ja, uns wird immer gravierender. Mhm. Ja, durch den zunehmenden Verkehr. Mhm. Ja. Was wäre denn die Lösung? Ein Fußgängertunnel. Neben dieser Brücke einen Fußgängertunnel durchzutreiben. Das ist eine ganz einfache Sache. Da kommt eine Röhre rein, so eine Wellblechröhre. Ein paar tausend Euro, fertig ist das Ding. Das würde die Straße schon sicherer machen? Ja, wesentlich sicherer. So ein Unfall, wenn Sie das jetzt sehen und Sie das vorher gedacht haben, erspürt es bei Ihnen Wut? Was denken Sie jetzt darüber? Ja, keine Traurigkeit, ich verspüre Wut, weil es hätte nicht sein müssen. Und das ist nicht das letzte Menschenleben, was hier in Gefahr ist. Es kommen noch weitere. Kommt ein Bus von einer Seite oder ein LKW von der anderen Seite, einer muss stehen bleiben. Es passen keine zwei Fahrzeuge durch. Also maximal zwei PKWs, aber nicht mehr. Ja. Und dann eben, wie gesagt, noch die Radfahrer und Fußgänger noch dazu. Also das ist unmöglich. Hm. Dass es das in Deutschland gibt, ist unverständlich. Hm. Ja. Oder wir nehmen den sicheren, aber verbotenen Weg über die Bahngleise. Wir gehen hoch bis zum Bahnhof Auringen-Medenbach, überqueren die Bahngleise, was eigentlich verboten ist, mit Hinweisschildern. Doch dies ist noch sicherer, als wie durch diesen Tunnel zu gehen. Hier gibt es ja ein Fahrradverkehr. Ja. Hier, gell? Du hier durch. Aha. Da ist der Fahrradweg auf der Seite. Okay, dann müssen wir hier dran. Ja. Fahrradweg. Wir müssen da durch, dass wir zum Fahrradweg kommen. Und im Rücken haben sie die Fahrzeuge. Und das ist jetzt der gefährliche Weg. Mhm.